In meinem Kalender ist gähnende Leere natürlich im Moment. Es ist eben wichtig, auch als Künstler Haltung zu zeigen. Im Kollektiv sind wir unglaublich stark. Wir müssten eigentlich jetzt das als ganz große Chance nehmen. Das Mensch-Take 1. Das Richard-Strauss-Festival kann dieses Jahr nicht stattfinden. Es wurde abgesagt, wie ganz viele andere Festivals, wie 90% unserer Kulturwelt. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns alle hier treffen und jetzt zusammen diskutieren werden. Und dazu darf ich als erstes an Alexander Liebreich die erste Frage stellen, nämlich welche Bedeutung hat Humanitas.Mensch für dich? Du hast das in die Welt gesetzt, dieses Leitbild. Von dir die ersten Worte dazu. Also Humanitas war als lateinischer Begriff zu abstrakt. Deshalb dieses Punkt Mensch war ganz klar, um den Bezug herzustellen, dass es uns tatsächlich betrifft. Humanitas einmal, weil Humanismus wichtig ist. Aber Humanismus ist zweideutig zumindest. Einmal tatsächlich sich praktisch dem Gedanken und der Bildung zu verpflichten, aber eben auch dem anderen Menschen. Das heißt praktisch im Sinne des Paragraph 3 des Grundgesetzes eben auch praktisch eine Achtung vor dem Menschen zu haben und praktisch Hilfe zu haben und den Respekt der Würde des Menschen praktisch gegenüberzubringen. Humanitas.Mensch deshalb, weil Künstler unbedingt eine Haltung zeigen müssen. Die Diskussion schwappt jetzt natürlich nach oben, aber für mich war eigentlich schon lang klar, dass beispielsweise ein Künstler, der sagt, ich bin nur in meiner Kunstwelt, der Rest interessiert mich nicht, nicht sein kann. Denn gerade jetzt, wo Haltungsfragen noch mehr praktisch an Relevanz bekommen haben, ist es eben wichtig, auch als Künstler Haltung zu zeigen und zu sagen, worum geht es eigentlich? Denn Kultur bedeutet mehr als nur musizieren oder zu fotografieren oder ein Buch zu schreiben. Es geht ja um das, was zwischenmenschlich ist. Und dieses zwischenmenschliche Relevanz, deshalb Punkt Mensch, das war das Grundthema des Festivals, Künstler zu haben, die Haltung zu haben und die auch mit dem Thema zu zeigen. Wie kommt Menschlichkeit, wie kommt Humanitas.Mensch in der Krise zum Vorschein? Das Miteinander und nicht das Gegeneinander. Weil jetzt sind wir wirklich aufgefordert, wie sozial sind wir, wie menschlich verhalten wir uns? Grenzen wir uns aus und sagen, da ist das und hier bin ich, was geht mich das an? Und das ist ja auch das Grundthema in meiner Naturarbeit, das Bewusstsein zu den Menschen wiederzubringen, die sagen, da ist die Umwelt und hier bin ich. Also es findet immer eine Trennung statt und wir sind alle ein Teil vom Großen und Ganzen. Und wenn wir uns da ausklammern, können wir eigentlich das nicht erreichen, was unser Menschsein eigentlich heißt. Menschlichkeit. Miteinander. Und im Kollektiv sind wir unglaublich stark. Und das ist jetzt die Herausforderung. Und jede Krise ist ja auch eine Chance. Und die Herausforderung jetzt zu bestehen, ist bei jedem persönlich ein persönlicher Ansatz, wo er reflektieren kann, was trage ich jetzt dazu bei? In der Umwelt ist es, wie denke ich über meinen persönlichen Fußabdruck nach? Und jetzt wäre es vielleicht, wie denke ich oder wie zeige ich mich in meiner Menschlichkeit? Ja, wie äußert sich eigentlich die Kultur im Zusammenhang mit der Menschlichkeit? Man kann ja fast sagen, es gibt ja so eine Art von Menschlichkeit in der Kultur, nämlich des Verhaltens, wie man aufeinander zugeht, das wurde jetzt auch schon gesagt. Dazu will ich nochmal Alexander fragen, was ist Kultur bei dem Begriff Menschlichkeit? War das auch jetzt ein Hintergrund dieses Leitbildes? Ja, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Ich erinnere mich, das betrifft tatsächlich Maximilian und mich gemeinsam, wo wir Haltung zeigen mussten. Ich hatte in München vor gut 14 Jahren das Münchner AIDS-Konzert
praktisch aufs Podium gehoben und wir durften dort gemeinsam. Ich hatte dich damals gefragt, ob du Zeit und Lust hast. Maximilian hat sofort gesagt, mache ich. Und dann ist es schon da. Und dann geht es jetzt nicht darum zu sagen, AIDS ist das schlimmste Problem der Menschheit. Vermutlich ist es das nicht mehr, Gott sei Dank, weil Mittel gefunden sind. Aber das Konzert ist wichtig und stellvertretend sich dorthin zu stellen, zu sagen, hier sitzt eine Gesellschaft, die überzeugungsmäßig, politisch, sexuell offen und bunt sein muss, weil wir praktisch als Gesellschaft verschiedene Richtungen akzeptieren müssen. Und das ist ein konkretes Beispiel jetzt, wo wir sagen, da können wir uns als Orchester engagieren und dann sich dorthin zu stellen mit praktisch 1000 Leuten im Publikum und dann praktisch für die Sache zu musizieren, das ist ganz wesentlich. Und da gibt es viele Künstler, die sich dafür einsetzen. Aber ein zweites Beispiel ist natürlich gerade als Funktion eines Dirigenten, der ich dann praktisch zum Beispiel Chef eines nationalen Rundfunks bin. Und dann gibt es den Politikwechsel in Polen, Chefdirigent des polnischen Rundfunks. Und man steht dort auch nicht mehr mit Herrn Komorowski, sondern dann mit Herrn Kaczynski. Und geht es dann darum, ganz bewusst, und dann kommt ja schon die Problematik mit dem AIDS-Konzert schon auf, also die sexuelle Freiheit und die Einschränkung der Menschenrechte, die in Polen ganz, ganz deutlich da sind. Wie geht man damit um? Und trotzdem habe ich eine Verantwortung einem Orchester gegenüber. Und da auch einen menschlichen Kurs zu fahren in einer Haltung, und ist sehr, sehr schwierig. Als Dirigent ist man oft genau in dieser Frage, weil die Kultur die Sprache ist, die praktisch über die Sprachgrenzen rausgeht, über die nationalen Grenzen rausgeht. Übrigens ganz ähnlich wie der Virus an sich. Und deshalb kann diese Viruslösung nur eine kulturelle sein. Denn eine europäische Lösung gibt es wie die Viruslösung nur im Sinne des kulturellen gemeinsamen Empfindens. Es geht nicht um die Grenze, nicht um die Finanzen. Es ist nur ein Kulturraum, der sich letztendlich für sich definieren muss. Und dann funktioniert auch die Lösung des Virus. Und dann funktioniert auch Kultur. Wenn das nicht mehr ist, ist Schluss. Denn Kultur bleibt da auch nicht hängen, denn alle Kultur ist, was weiß ich, wir sind ja hier an der Grenze zu Österreich. Allein ein Richard Strauss, der praktisch ja hier unweit gewohnt hat, da gibt es Einflüsse von Süden, von Norden, das ist alles wichtig, das macht hier keinen Halt. Das ist, glaube ich, ein wunderbares Votum jetzt auch für dieses ganze Gespräch, die Kultur, genau wie der Virus sozusagen global. Wir haben ja auch hier verschiedene Positionen, der künstlerischen Positionen, der Dirigent natürlich, der als Sprecher auch des Orchesters sicher öfters auftritt, der Cellist und die Sopranistin, beide im Orchester, aber auch als Solisten, die Fotografin, die ja auch sehr viel für sich ein eigenes Werk erarbeitet. Jetzt gehe ich zu Maximilian Hornung und frage ihn, durch dieses Reisen entsteht ja auch eine Kultur des Reisens und des Umgangs. Jetzt aber ist der Lockdown, Sie reisen wahrscheinlich nicht. Also meine Frage, wie sieht Ihr Kalender aus und wie ist das in dieser Zeit, eben diese Isolation, da das nachzuspüren? Ja, also in meinem Kalender ist gähnende Leere natürlich im Moment. Ja, das ist alles leergefegt, wobei jetzt die letzten paar Wochen gab es doch vereinzelt Konzerte, die jetzt doch wieder durch Sonderlösungen irgendwie stattgefunden haben. Und ich finde es zum Beispiel unglaublich spannend, vor allem in ferne Länder zu fahren, nach Asien zu fahren, in die USA zu fahren, zu sehen, wie dort Musik gemacht wird und noch viel mehr zu sehen, wie dort Musik verstanden wird, wie das aufgenommen wird vom Publikum. Das finde ich unglaublich spannend und das sind einfach alles Erlebnisse, die einen Menschen formen und die einen Menschen irgendwie offen werden lassen und liberal werden lassen, denke ich. Und natürlich hat das jetzt ungeheuer gefehlt in den letzten paar Monaten. Also ich hatte mein erstes Konzert vor Publikum vor 3 Wochen in der Schweiz. Das war dann auch das allererste Mal, dass ich wieder irgendwo hinfahren musste und dass ich in ein anderes Land, natürlich Schweiz ist, natürlich ist es ja quasi ums Eck, ja, aber dass ich vor allem auch das erste Mal nach 3 Monaten mal nicht in meinem eigenen Bett übernachtet habe, sondern wirklich weg war. Das war ein Vergnügen. Also ich bin ins Auto gestiegen und allein diese Fahrt dahin war so schön, einfach mal wieder diese Freiheit zu spüren, die man eigentlich nur spürt, wenn man unterwegs ist. Also das ist ja bei uns Künstlern, die wir viel unterwegs sind, tatsächlich so, dass wir, dass unser Alltag eigentlich kein Alltag ist oder dass dieses Losgelöste vom Alltag eigentlich unser Alltag ist. Ja, und das ist ein unglaublich schönes Gefühl von Freiheit, die auch sehr kreativ sein kann oder zumindest die Kreativität anregt
Und das war einfach wunderbar. Auch, da kam ich dann auf die Bühne raus und da saßen natürlich sehr wenige Leute, aber es saßen da Leute. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur gegrinst. Das war so schön, weil das so gefehlt hat. Und ja, also ich finde das enorm wichtig, absolut. Wie empfinden Sie als Sängerin sozusagen diese Möglichkeit, mit dem Gesang den Raum zu füllen? Vielleicht ist es gar nicht unbedingt der Gesang, der den Raum letztendlich füllt, sondern die Emotionen. Also ich empfinde mich als Sängerin als eine Transporteurin von meinen eigenen Emotionen, die ich ja auch empfinden muss, gerade als Sängerin. Ich arbeite mit Text, ich arbeite mit Lyrik, ich arbeite ganz viel mit Gedichten und habe mich damit beschäftigt, habe geschaut, was kann ein Goethe-Gedicht mir sagen, was empfinde ich selbst damit und versuche das zu transportieren an ein Publikum. Versuche das nicht nur durch Töne oder durch Schwingungen zu berühren, sondern eben auch durch Inhalt und Text. Und also ich merke, dass ein Publikum immer unglaublich dankbar ist, wenn es aus seinem Alltag heraus in ein Konzert gehen darf, weil die Menschen dort ein wenig zur Ruhe kommen, zu Emotionen zurückfinden, die sie im Alltag oft einfach durch Stress und sowas gar nicht unbedingt wahrnehmen. Und es ist eine unglaubliche emotionale Erholung für viele Menschen, in ein Konzert zu gehen und sich einfach mal berühren zu lassen und Emotionen zuzulassen. Und das ist für mich das größte Geschenk eigentlich an diesem Beruf, dass ich Menschen berühren darf. Hier merkt man ja auch diese ganz besondere Beziehung von dem Schaffenden zum Publikum, die Beziehung von dem Publikum wiederum zurück zum Künstler, zu der Zeit. Das ist alles etwas ganz, ganz Besonderes. Jetzt durch die Corona-Krise ist auch vieles natürlich auf der Strecke geblieben. Vieles darf nicht stattfinden. Und deshalb muss ich leider die Frage stellen und zuerst jetzt an Alexander Liebreich. Zerstört Corona Kultur? Nein, also Corona ist eigentlich Teil der Kultur und zwar ganz einfach der Natur. Also ein Virus ist ja nichts Unnatürliches, sondern ist praktisch da. Und jetzt ist die Frage in der Krise, wie gehen wir tatsächlich damit um? Was lernen wir daraus als Symbol oder vielleicht sogar einfach als Lernschule zu sagen, was kommt denn jetzt? Und da ist die Kultur doch ganz, ganz, ganz zentral. Denn, also nochmal, zum Beispiel die Grenzschließung ist ein klassisches Beispiel, war sicherlich richtig, weil Nationalstaaten agieren müssen, politisch reagieren müssen. Aber die Lösung des Problems ist über eine Grenzschließung nicht machbar. Also das ist praktisch nur die Interaktion des Ganzen. Und das Zweite fällt mir ein, wenn wir nach Asien fliegen, haben wir in unserem Visum drinstehen Entertainer. Also das, was absurd klingt, entertaining. Und dann kann man sagen, das hat nichts mit Belustigung zu tun, sondern es ist die schönste Form letztendlich, auch ein Publikum zu unterhalten. Und Unterhaltung ist etwas von Haltung. Auf eine gute Art und Weise, und zwar in einem gewissen gehobenen Sinne. Und das ist relativ wichtig, dieses Entertaining, weil wir üben alle vielleicht gern mal eine Stunde oder zwei zu Hause, aber eigentlich fehlt uns quasi das Hinübergehen, also praktisch hier einfach etwas weiterzugeben an Haltung. Und dieses Unterhaltende ist praktisch einfach etwas, was zu Stützende, das wird ganz, ganz konkret jetzt zur Frage, wie wir damit umgehen. Es ist möglich, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn wir beispielsweise den Respekt haben, letztendlich vielleicht auch andere Ängste, gerade in dieser Maskenfrage, zu respektieren, dann gibt es Möglichkeiten. Und da muss die Politik umdenken. Weil einfach zu sagen, Geld ist weniger und jetzt wieder neue Wirtschaftshilfe, und so, keine Lösung. Und es muss von den Gemeinden, hier von Garmisch genauso bis zum Freistaat, bis zum Bund, praktisch zu sagen, wie relevant ist die Kultur. Und ich glaube, dass die Lösung nur über Kultur geht. Nicht zwangsweise jetzt über eine Frau ohne Schatten von Strauß, aber über das kulturelle Miteinander. Dann glaube ich, sind diese Krisen zu bewältigen. Lieber Maximilian, jetzt sind ja auch Kosten natürlich entscheidend in der Corona-Krise. Viele sagen, sobald Kunst was kostet, ist sie unangenehm. Wie gehst du als Cellist mit diesen Themen jetzt um? Ja, also das ist natürlich, man kann nicht sagen, sobald das was kostet, ist es unangenehm, weil es ist ja, natürlich kostet es erstmal die Kunst, aber der Nutzen ist einfach, der ist nicht messbar. Der Nutzen von Kunst und Kultur ist erst, merkt man erst auf lange Sicht, wenn es irgendwann mal wegfällt. Und deswegen finde ich, kann man das nicht auf irgendwelche finanziellen Sachen schieben. Ich finde natürlich auch, was der Alexander gerade schon gesagt hat, es ist absolut richtig. Es muss von uns kommen, es muss von den Städten kommen, von den Menschen, also von uns, von der Bevölkerung muss das kommen, dieses Bedürfnis,
Kultur und Konzerte und Kunst und was weiß ich was alles haben zu wollen. Ja? Das ist ja auch, finde ich, unglaublich wichtig. Das befriedigt ein ganz grundmenschliches Bedürfnis an Kommunikation, an Kreativität. Ich finde es zum Beispiel auch ungeheuer wichtig, dass man in der Schule schon im frühesten Alter Musik macht und uns die Kinder zusammen musizieren lässt. Also ich mache sehr viel mit dem Bayerischen Landesjugendorchester zum Beispiel. Ich mache jedes Jahr im Sommer, da bin ich seit 10 Jahren bei der Arbeitsphase dabei und unterstütze die Kleinen ein bisschen und arbeite mit denen, probe mit denen. Und ich sehe einfach dort, wie unglaublich wichtig das ist für die ganz Jungen schon in der Entwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich denke, wenn man zusammen Musik macht, wenn man zusammen auf der Bühne sitzt, dann trainiert das vor allem eines, nämlich zuhören und respektvoll miteinander umzugehen und miteinander was auf die Beine zu stellen. Und das Schöne daran am gemeinsamen Musizieren ist ja das, dass es keinen Verlierer oder Gewinner gibt, es gibt nur Gewinner. Ja? Man fängt gemeinsam an, man hört gemeinsam auf. Ja? Und was dazwischen ist, ist Kommunikation, ist miteinander reden, miteinander auf eine Linie zu kommen. Und das spielerisch zu lernen von klein auf, finde ich, ist ein unglaublich wertvoller Bildungsschatz. Für die Jüngsten unter uns schon. Deswegen bin ich auch, finde ich es auch unglaublich wichtig, dass in der Schule mehr Musik gemacht wird, dass in der Schule mehr in Konzerte, in Opernvorstellungen gegangen wird und so weiter und so weiter. Das sind dann diese Schnittstellen, aus denen wir junge Leute, junge erwachsene Leute bekommen, die dann die Fragen beantworten können in der Zukunft, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Ja? Glaube ich. Also ich glaube da sehr fest dran, dass es so ist. Und deswegen ist das von einem unschätzbaren Wert für uns alle, die Kultur zu haben und die Kultur fortzuführen. Und ich habe selber gesehen bei diesen paar Konzerten, jetzt, die ich jetzt in den letzten Wochen gespielt habe, das Publikum ist süchtig danach, wieder in den Saal zu gehen und was zu erleben. Also es war wirklich, ich habe da teilweise auch weinende Gesichter geschaut nach dem Konzert, die einfach so glücklich waren, dass sie sowas wieder erleben konnten, dass sie teilhaben durften an sowas. Und ich denke, so gesehen sind wir da nicht auf dem Abstellgleis, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich ganz wichtig auch. Ich sehe ja schon, dass das die Runde hier auch beschließen wird, dass Corona Kultur nicht zerstört. Aber trotzdem will ich nochmal Frau Sarah Romberger fragen, wie empfindest du das denn jetzt? Gibt es etwas, was auf der Strecke bleibt durch Corona? Nein, ich denke, wir müssten eigentlich jetzt das als ganz große Chance nehmen. Denn gerade jetzt auch unser klassischer Musikbetrieb ist in vielen Ebenen etwas antiquiert, möchte ich jetzt mal als ganz junge Generation sagen. Und wir müssen uns darauf konzentrieren, dass es um das Musizieren geht. Es geht um das gemeinsame Musizieren und es geht um den Kontakt zum Publikum. Aber wir müssen, glaube ich, lernen, unseren Blickwinkel oder bereit sein, unseren Blickwinkel zu ändern und uns nicht an diesen starren Formen, wir ziehen jetzt den schwarzen Frack an und dann gucken wir mit bösem Gesicht ins Publikum und dann gibt es Applaus und wir gehen von der Bühne. Also, dass wir uns von so etwas befreien und dass das Wichtige eben bei der Kultur oder bei der Musik ist, dass sie stattfindet, aber wie sie stattfindet, das haben wir in der Hand. Und da erleben wir eben jetzt gerade durch diese Corona-Stilllegung, dass wir vielleicht neu denken müssen, dass wir jetzt aber eben auch die große Chance haben, ganz radikal vielleicht neue Dinge aufzubauen, neue Formate zu finden. Und von daher wird vielleicht dann doch im Endeffekt einiges auf der Strecke bleiben, etwas, was sowieso schon veraltet war. Und etwas, was sowieso vielleicht, wenn so eine extreme Krise jetzt nicht gekommen wäre, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zum Auslaufmodell geworden wäre. Die klassische Musik wird auf jeden Fall bleiben, aber vielleicht müssen wir mehr Bereitschaft zeigen, uns neu zu erfinden, umzuerfinden, uns anders zu präsentieren. Da gebe ich jetzt gleich weiter an Noomi Baumgartl, denn das Neuerfinden ist ja auch dein Thema. Dennoch die Frage im Ganzen gesehen, zerstört Corona Kultur? Nein.
Es sei denn, wir lassen es zu. Das ist vielleicht eine politische Entscheidung und eine, mit was mit Wirtschaft natürlich zu tun hat, aber ich merke einfach, wie wir hier in einem Einklang sind und ich möchte mit den Musikern jetzt was sehr Schönes teilen, nämlich und das nach außen zu geben in die Welt. Wir müssen in einem ganz großen Konzert spielen. Also miteinander. Und das, was Sarah eben auch gesagt hat, also ich kann da nur immer Ja sagen. Ja, das ist, und jeder in seinem Bereich, weil jeder hat ja eine Möglichkeit, egal welchen Beruf er ausübt oder was, wo sein Schwerpunkt ist, einen Beitrag zu leisten, umzudenken und Krise wirklich auch als Chance zu nehmen. Und dass wir auch wahrscheinlich um unsere Freiheit kämpfen müssen, wenn Einschränkungen einfach auch politisch genutzt werden und. Also es sind ganz, ganz große Themen, aber wir müssen jetzt Stellung nehmen und eine Haltung annehmen, die die Natur uns eigentlich zeigt. Also sie zeigt uns, wie schnell sie sich jetzt erholt hat in Corona-Zeiten. In Venedig kommen die Delfine wieder in die Lagune. Also es ist unglaublich, was in 3 Monaten Menschendistanz von der Natur, also dieses Konsumieren, dieses alles nur Auskosten, der Natur vielleicht jetzt auch wieder eine Bewertung zu geben, wenn man sich etwas zurücknimmt und sagt, muss man jetzt, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ja, einfach bewusst sein und glücklich sein, dass jeder Tag, den wir haben, im Sinne von Carpe Diem schon ein Konzert für sich ist. Das Jetzt, das und das Morgen mit sehr viel Verantwortung, mit sehr viel Haltung dem entgegenzugehen. Miteinander und nicht gegeneinander. Ich gehe jetzt zur letzten Frage über und die ist an Sie alle, an euch alle. Worauf freust du dich, Nomi, für die nächste Zeit? Auf jeden Tag meines Lebens. Sehr schön, Alexander. Eigentlich ganz besonders, ich sag mal, mein Orchester wiederzusehen, also als Chefdirigent eines Orchesters, also im Gegensatz zu vielen anderen Musikern, ich sag mal jetzt als Sänger oder Cellist, wo ich mein Instrument zu Hause habe, ich habe natürlich ein Klavier und kann auch ein bisschen singen, aber mein Hauptinstrument, für das ich quasi arbeiten darf, sind die wunderbaren Musiker, die zu wieder sind. Das fehlt mir sehr. Also da freue ich mich sehr drauf. Sarah, worauf freust du dich? Ich freue mich am meisten auf das Publikum wieder zu treffen, die Reaktion wahrzunehmen, sowohl im Konzert als Sänger schaut man ja ins Publikum, nimmt das Publikum wahr, sieht direkte Reaktionen, aber eben auch nach dem Konzert mit den Menschen in Kontakt zu treten und ja, das fehlt unglaublich und ich freue mich riesig darauf, das wieder zu erleben. Und Maximilian, worauf freust du dich? Das geht mir ganz genauso. Ich freue mich tatsächlich auch aufs Publikum riesig und einfach wieder spielen zu können, unter normalen Bedingungen, man muss ja mit Anführungsstrichen sagen, unter normalen Bedingungen, und wieder in Kontakt treten zu können mit den Menschen, mit dem Publikum, auch mit Kammermusikpartnern, mit Orchestern, mit Dirigenten, die dann hoffentlich auch wieder was zu tun haben. und diesen kreativen Austausch, der ja immer stattfindet, auch im Austausch mit dem Publikum, wenn man ich rede immer so gern von diesem Spannungsfeld zwischen Zuschauerraum und Bühne, den wieder zu spüren, das wieder zu haben, das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Also das vermisse ich schon sehr und da freue ich mich riesig drauf. Also vielen Dank an Sie alle. Ich glaube, die Quintessenz ist, dass die Kultur ganz stark weiterlebt und sie sich nicht schlagen lässt durch diese schwierige Corona-Zeit. Damit beende ich das Gespräch jetzt. Erstmal sozusagen Klappe.